Ein herzliches Willkommen, ihr lieben Skorpione, zur Beziehungs- und Liebeslegung. Ich gucke rein und mach mal eine Ist-Stand-Aufnahme, so eine Bestandsaufnahme in deinem Beziehungsleben. Und ich weiß, dass 99% meistens hier auf meinem Kanal diejenigen sind, die sich sehnlichst eine Verbindung, eine Beziehung wünschen. Das heißt, herzlich willkommen, wir gucken rein. Was ist dein Thema? Was möchte dir deine Seele sagen? Wie sieht's aus? Was ist wichtig aus der Vergangenheit, Gegenwart, künftige Tendenz? Und ich ziehe dir jetzt erstmal eine Karte in Bezug auf das Thema Liebe und Beziehung für die Skorpione per jetzt. Es kommen drei. Das hatte ich jetzt auch noch in keiner Legung. Okay. Es ist jetzt gerade erstmal wichtig, wenn du einen Soulmate hast, kann es sein, dass du ein Soulmate hast, dass du einen Gegenüber hast, der vielleicht gar nicht so dem entspricht, was du dir vorgestellt hast. Und deswegen ist es jetzt wichtig, gib mal die Kontrolle ab. Gib alles ab, was mit Kontrolle zu tun hat. Und dann haben wir tatsächlich auch dein Soulmate. Und du wirst jemanden in deinem Feld haben, der sagt ja. Und jetzt sagt auch die Seele ja, ihr seid Soulmates. Das könnte ein Match geben. Ich bin aber gespannt, du wirst deine Situation am besten einschätzen können. Das sind dir alles Impulse, die ich gebe. Nimm dir einfach das mit, was du brauchst. Eine Seelenbotschaft von Soulmate to Soulmate oder von deiner Seele. Was möchte jetzt kommen? Überfülle, eine große Liebe steht vor der Tür. Lass sie herein. Na, wo hast du die Tür denn noch nicht geöffnet? Vielleicht ist es wirklich ein grandioses Match, lieber Skorpion, was da gerade ist. Und vielleicht hängst du gerade in Gedanken fest, weil du sagst, nee, die Nase passt mir nicht, die Körpergröße passt mir nicht, die Haarfarbe nicht, der Lebensweg nicht. Und irgendwo fühlst du aber, da ist doch so viel mehr zwischen uns. Okay, ich brauche 9 Karten. Pam, da fällt das Ass der Stäbe raus. Das heißt, yes, hier fackelt es gerade tatsächlich. Eine neue Leidenschaft. Mhm. Und dein Kopf, der will auch schon wieder mit dem Kopf durch die Wand. Ja. Ungeduld könnte ein lustiges Thema bei dir sein. Ich mische erstmal weiter und dann gucken wir gemeinsam rein. Wisst ihr was? Ich drehe die mal direkt schon mal um. Könnt ihr ja schon mal in die Karten reinfühlen. Vielleicht löst ja schon das Kartenbild etwas in euch aus. Ah, da haben wir 2. Ah ja. Mhm. Selbstwert ist gerade noch so ein Thema von dir. Und tatsächlich hier scheinbar auch dein Gegenüber. Und zwar könnte das sein, ein Widder, Löwe, Schütze ist ja irre. Ich hatte gerade eine Legung, da waren die Liebenden an original derselben Stelle. Also ein Mensch voller Temperament, aber es dreht sich tatsächlich gerade auch. Du überlegst, irgendwie will ich mich festbinden, irgendwie aber auch nicht. Ich will leidenschaftlich sein. Ich lebe nur einmal, ich will frei sein und Erfahrungen sammeln. Vielleicht dreht sich aber auch gerade alles um deinen Gegenüber, der genauso denkt. Wo ihr in der Vergangenheit eine ziemlich leidenschaftliche Zeit habt. Und das war gepaart von Leidenschaft und Feuer. Dann wurde deine Hoffnung wieder geweckt. Und gleichzeitig hast du festgestellt, Mist, es hat sich anders entwickelt. Derjenige hat sich vielleicht wieder von dir distanziert. Und das hat was in dir ausgelöst. Du bist in den Kopf. Und da ist gerade so ein bisschen die Energie von, ich gehe mit dem Kopf durch die Wand entstanden. Ich werde jetzt auch einfach mal total kalt nach außen. Ich distanziere mich von Emotionen, weil ich immer die gleichen Erfahrungen mache. Unterliegende Energie, ihr Lieben, sind die 10 Münzen und das heißt coole Geschichte. Da ist Fülle, da ist Belohnung, das heißt auf vielen Ebenen in deinem Leben hast du tatsächlich schon die Fülle. Und jetzt gerade darf die Fülle in deiner Beziehung aktiviert werden, im Bereich der Liebe. Ich möchte gerne nochmal deinen Fokus wissen. Was darf dein Fokus sein, jetzt für die nächsten Wochen? In Bezug auf die Liebe als Skorpion, was darf hier dein Fokus sein? Und schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr jeden Monat oder regelmäßig diese Updates wollt, so alle 2 Monate.
Dein Fokus darfst du sein, die heiße Braut, deine Leidenschaft, deine Ausstrahlung. Dein Fokus darf wirklich deine Passion hier sein. Und deine Herausforderung ist die Wunscherfüllung. Auch eine spannende Geschichte. Deine Hoffnung, wieder Hoffnung zu haben, an Sternstunden zu glauben, an Wunder und Glücksmomente zu glauben. Das ist gerade deine Herausforderung. Vielleicht fordert dich auch ein Wasserzeichen, und zwar ein Wassermann raus. Die Klarheit zu haben in Beziehungsangelegenheiten. Und zack, wendet sich das Blatt. Es geht von, und das ist echt phänomenal, von den 10 Münzen geht es in die 9 Schwerter. Und das ist der Kasus Knaxus. Du hast zu viel Kopfkino, du hast eigentlich sogar Angst. Angst, nicht gut genug zu sein. Angst, dass dich vielleicht nie jemand findet, dass du nicht in die Verbindung gehen kannst, scheinbar. Oder die Verbindung, die du hast, nie zu dem wird, was du dir wünschst. Dass dein Gegenüber dich vielleicht gar nicht erkennt, dass es immer dieses Hin- und Herspiel gibt. Und das war eine Vergangenheit, ja? Da kommt Feuer, psch, kommt das Wasser und löscht es. Und dann kommt der Kopf und sagt, weg, weg. Dann bist du nur noch in deiner Gedankenkraft und sagst, volle Kraft voraus, aber, tja, ziemlich im Kopf, ziemlich rational. Und das ist schwierig auf Beziehungsebene, wenn wir nur im Kopf sind. Weil Liebe ist Kelchenergie, Liebe ist im Fluss sein, Liebe ist bedingungslos und darf fließen. Natürlich ist Liebe auch Feuer, alles, das ganze Bündel. Natürlich brauchst du auch eine Struktur. Aber ich finde, größtenteils steht uns der Kopf dann dermaßen im Weg, dass wir vielleicht Dinge tun und vielleicht sogar auch sagen, die wir am Ende bereuen. Ich möchte mal klären auf die Vergangenheit. Was war denn da los? Was war das denn für eine Chance, eine leidenschaftliche Chance, die dir da gegeben wurde? Na, die hatte Ausstrahlung. Diese Person hatte Ausstrahlung. Die hat dir Wärme, Geborgenheit gegeben. Vielleicht ein Gefühl, was du schon lange nicht mehr hattest. Das war das Gefühl von Heilung. Ich bin angekommen in dir. Und es war ziemlich heiß zwischen euch. Vermutlich für die meisten, so wie es hier liegt. Was ist denn dann passiert, dass sich der andere scheinbar distanziert hat von dir? Was ist da passiert? Angst. Der hat Angst. Eine tiefe Angst, die er in sich trägt, hat bei dir was ausgelöst, nicht gut genug zu sein. Und das ist ein Thema, das ist dir wahrscheinlich nicht erst seit heute bekannt. Und dann hast du entschieden, ich blockiere mich. Ich stelle mich jetzt einfach mal selbst in meinen Weg. Kummer, Sorgen, Ängste. Du gehst und rennst gefühlt immer wieder gegen die Wand, weil da der Kopf so laut ist, ja? Du bist bereit, du hast eine Entscheidung getroffen und sagst, ich blocke Liebe ab. Ich verschließe mein Herz, weil es immer wieder in die gleiche Richtung geht und es fährt jedes Mal vor die Wand. Ich öffne mein Herz, ich höre vielleicht auf Karos Tipps und dann kommen die Männer, die Frauen, ich rede immer aus der Sicht einer Dame, und brechen mir gefühlt mein Herz. Ich bin am Ende eh wieder alleine. Also reite ich einfach davon, verschließe mein Herz, zweifle die Liebe an, glaub nicht mehr an die Wunschvorstellung. Aber was verändert sich für dich dadurch? Was hat sich dadurch verändert? Vermutlich nichts. Da ist eine Anspannung in dir drin. Da ist eine Flucht in dir drin. Da ist tatsächlich dieses Gefühl von, ich bin gefangen in mir. Ein Rückschlag, mit dem du dich gerade auseinandersetzt. Vielleicht grenzt du dich gerade aus, schottest dich ab und möchtest gerade auch gar nicht gesehen werden. Dann sagst du jetzt manchmal so ein richtiges Ego-Ding. Ziehe ich hier mein Ding durch? Im besten Falle noch, ich date jetzt ohne Ende und nehme einfach mein Gegenüber für meine Bedürfnisse. Kann gut gehen, kann aber auch nicht gut gehen. Und guck immer, wie du andere Menschen behandelst. So könntest du auch behandelt werden. Das ist nicht böse gemeint, was ich hier sage. Ich fühle dich gerade tatsächlich sehr gut, diese Situation, die hier liegt. Es ist ein inneres Gefängnis, was jetzt gerade scheinbar sichtbar wird in dir. Und jetzt ist es wichtig, da auszutreten. Aus diesem inneren Gefängnis, rein in die Erfolgsenergie, rein in deine Power, rein in deinen Wert. Und vielleicht war das gerade ein richtiger Rückschlag für dich, dass es gerade hier noch gar nicht so lange her ist. Du hattest ein Treffen und pam, haut man dir voll in your face. Da war eine vielversprechende Verbindung zu einem Menschen und irgendwie hat sich das als Trugschluss erwiesen. Und du hast das Gefühl,
sorry, du hast das Gefühl, beim Hick sagt man doch immer, da denkt jemand an dich. Und du hast vielleicht das Gefühl, dass trotz deiner Energie und Zeit, in die du gesteckt hast, kein Erfolg gegönnt ist. Ja, du warst on fire, wow, und am Ende, wie ich es gerade schon so gefühlt habe, war es das. Und das ist leider bei der wahren Liebe so. Das lässt sich nicht berechnen, das lässt sich auch nicht vorhersagen, auch nicht anhand von Karten. Das sind immer nur Impulse. Es ist immer eine Gleichung mit vielen unbekannten Variablen, ihr Lieben. Aber je mehr du aus deinen Rückschlägen in der Liebe an wertvollen Erfahrungen mitnimmst und jetzt kommst, desto besser wird die Rechnung bei deiner künftigen Partnersuche aufgehen. Das ist safe. Und dir mit dem Ergebnis in eine glückliche Beziehung bescheren. Und das haben wir hier mit den Liebenden. Da wartet etwas Langfristiges. Aber jetzt wirst du noch ein bisschen getestet. Jetzt haben wir nämlich Monsieur Deville hier. Und der Teufel ist ja immer, wovon machst du dich gerade noch abhängig? Wo verfällst du in alte Muster, die du auch schon kennst? Wo darfst du jetzt einfach mal aber auch deine Ketten sprengen, die du dir vermutlicherweise wieder selbst auferlegt hast, aufgrund von dieser Erfahrung, die da war. Das heißt, jetzt guck hin. Achte nicht zu sehr auf Äußerlichkeiten. Das ist das, was ich auch eben hier gesagt habe. Du bist hier wirklich aufgerufen, Status, Vermögen, Attraktivität, bam, alles mal an die Seite zu packen und nur ins Herz reinzugehen. Denn diese ausschließliche Fokussierung auf materieller Ebene wird dir nur Leere bringen und oberflächliche Beziehungen. Aber das ist doch nicht das, was du willst. Schau hinter die Fassade. Suche und finde die inneren Werte in einem Menschen. Und dann kannst du den Partner finden, der eigentlich schon in deinem Feld sein müsste. Vielleicht ist es sogar er und ihr seid gerade Spiegelbilder. Ja, das ist auch das, du hast ihm was gespiegelt, deswegen hat er sich distanziert. Das hat eine Angst ausgelöst. Wer guckt gerne in seinen Spiegel? Und jetzt heißt es tatsächlich, okay, komm. Agiere aus dem Herzen. Und vielleicht ist er es auch. Dann darfst du vielleicht noch geduldig sein. Oder erstmal wieder in deine Ausstrahlung kommen, in dein Feuer kommen. Manchmal ist es auch das Ding, mach dich rar, werd zum Star, wenn du hier eine gewisse Person hast, an die du gerade denkst. Leb all das aus. Vielleicht hast du auch gerade eine übertriebene Lust auf einer gewissen Ebene. Leb aus. Aber nutze die Menschen nicht aus und bleib dir deinen Werten treu. Das möchte ich dir auch ans Herz legen. Ja, du kannst hier leidenschaftlich sein. Und hier könnte auch eine leidenschaftliche Beziehung warten, weil der Teufel ist ja nicht immer nur diese Abhängigkeit und die materiellen Werte und das im Außen. Aber es ist trotzdem ein Hinweis. Es ist jetzt nicht die geilste Karte. Es gibt noch viel leidenschaftlichere Karten, wie zum Beispiel die Königin der Stäbe. So, dann haben wir machen mal hier weiter im Tarot. Dann haben wir nämlich nochmal die Stabsenergie und zwar haben wir die 5 Stäbe. Hier heißt es, dass es dir gerade schwerfällt, dich gut zu positionieren. Das heißt, es ist das, was dein Fokus sein sollte und worauf du dich wirklich ab heute gerne fokussieren darfst, fällt dir nicht ganz so leicht. Dich gut in dir zu positionieren, in eine gute innere Einstellung zu kommen, in eine gute Ausstrahlung wieder zu kommen. Irgendwas hat dich, also das hat dich hier, diese Situation scheinbar echt mitgenommen. Das hat echt an dir geknabbert. Aber das ist vielleicht auch die Abhängigkeit zu ihm und vielleicht war er auch im Kopf. Vielleicht ist das auch so ein Rationaler und sagt, ha, ich zeig mich jetzt einfach mal Empathie und gefühlskalt. Empathielos, gefühlskalt. Damit du gehst, weil ich Angst vor dir habe, weil ich Angst vor der wahrhaftigen Liebe habe, suche ich mir lieber was anderes. Auch das könnte tatsächlich hier gerade sein. Das wird mir gerade reingegeben und deswegen will ich das auch mit dir teilen. Und hier haben wir hier die 5 Stäbe. Umgekehrt. Das bedeutet, da ist tatsächlich auch eine ausgeprägte Vermeidungstendenz. Vielleicht hast du Angst vor Meinungsverschiedenheiten und das wird ja auch in Zukunft noch ein bisschen sichtbar. Neben dem, dass hier eine Liebe entstehen kann, aber du wirst dich immer mal wieder angetriggert fühlen. Du wirst immer mal wieder in diese Situation kommen von Ablehnung, wo du Angst hast, abgelehnt zu werden. Und deswegen hast du nämlich den Berg aufgebaut, weil du keinen Bock mehr auf diese Erfahrungen hast.
Aber es ist oft, und das ist in dem Fall auch so, es ist unbegründet, diese Angst, immer alleine zu sein, die Angst, nicht gut genug zu sein, die Angst, nur eine Option zu sein. Jetzt ist es für dich wichtig, versuche dich wirklich darin zu üben, alles konstruktiv zu lösen. Versuche dich darin, wieder Mut zu haben, wieder Antrieb zu haben, für jemanden dein Herz zu öffnen. Du bist bemüht, in ein Gleichgewicht zu kommen. Auch das sehe ich, ja? Und du wirst da auch, und da brauchst du auch diese Kraft für, die Kraft einfach, die in dir ist. Und darfst dir die Ängste ablegen. Das heißt, es wird jetzt nochmal so eine Zeit kommen, da matcht dich echt dein Kopf. Und matcht es noch ein bisschen milde. Aber etwas Großartiges wartet hier auf dich. Und etwas möchte in dein Leben kommen. Es ist Zeit, dass du dich einfach wieder mehr dem Feld widmest, was ist dir wirklich wichtig in einer Partnerschaft. Dass du aus der Vergangenheit lernst. Und dass jetzt das Bedürfnis nach Liebe und was wir alle haben, das kann mir kein anderer erzählen, wir haben alle dieses Bedürfnis nach Liebe und geliebt werden und das kann nicht immer nur aus uns fließen. Das ist sicherlich wichtig, aber wir können natürlich nicht die Liebe und Geborgenheit, eine Streicheleinheit, eine Umarmung von einem Herzmenschen im Außen in uns selbst uns geben. Klar kannst du dich selbst in den Arm nehmen und das ist auch wichtig. Aber jetzt darfst du wirklich das an oberste Stelle setzen. Und mit den zwei Schwertern, und seht ihr, mir verschlägt hier gerade die Stimme. Und das ist auch immer lustig, wenn dir vielleicht auch mal gewissermaßen die Stimme genommen wird von einem Thema. Kannst du mal hingucken, was gibt es denn da, was unausgesprochen ist? Das nochmal am Rande von mir. Ein Tipp. Also, du wirst hier dein aktives Single-Sein oder dein Single-Sein, wenn du Single bist, total aktiv gestalten und genau da, indem du Dinge ausprobierst, kann es sein, dass hier die Liebe auf dich wartet. Aber erstmal entsteht die Liebe gerade zu dir. Die Herzöffnung beginnt, indem du jetzt die Entscheidung triffst, auch ohne einen festen Partner dein Leben zu genießen. Einfach Menschen kennenlernen, auf Menschen zugehen. Du sammelst Erfahrungen für dein weiteres Liebesleben vor allen Dingen. Du steigerst dein Selbstvertrauen, deine Selbstwirksamkeit in der Liebe. Und je aktiver du dein Liebesleben und dein Leben gestaltest, desto mehr Gelegenheiten werden sich dir offenbaren, die große Liebe zu finden. Und vermutlicherweise siehst du deinen Wunschpartner auch schon ganz klar vor deinem inneren Auge und das ist unabhängig von dem, der dir das hier angetan hat. Das kann er sein, muss er aber nicht. Du hast da irgendjemand, vielleicht ist das auch nur so ein Gefühl. Grobe Züge, grobe Werte, aber irgendetwas fühlst du. Und das wird auch kommen, wenn du es gerade noch nicht fühlst. Und es geht nicht um die äußerliche Erscheinung, es geht hier wirklich um die Werte. Und je klarer du dir bist, was wirklich wichtig ist an Charaktereigenschaften, dann wirst du nämlich schon beim nächsten Date genau hinschauen, ob er das erfüllt. Und dann kannst du nämlich auch gucken, okay, hey, jetzt kann eine Beziehung daraus entstehen. Und wie gesagt, ha Mann, es ist jetzt wirklich wichtig, komm wieder in deinen Wert. Du bist eine heiße Frau und ein Mann, wenn du ein Mann bist. Aber wie gesagt, ich spreche aus der Sicht einer Dame. Du bist heiß. Da ist Leidenschaft in dir. Und die Menschen, Männer, Frauen, egal, die das gerade nicht sehen, die brauchst du doch gar nicht. Du willst doch jemanden haben, der dich bewundert, der sich neben dich auf den gleichen Thron setzt als König der Stäbe. Das ist doch das, worauf du Bock hast. Also, tritt selbstsicher auf. Mach dir deine Stärken, deine Fähigkeiten bewusst. Geh los. Hab ein cooles Leben. Jetzt gerade sieht es tatsächlich eher so, also du wirst gesehen. Du hast ein Riesenherz. Und deine Mitmenschen, wenn die dich sehen, die haben sofort ein offenes Herz. Definitiv, weil du ansteckend bist, positiv gemeint. Und selbst wenn das nicht immer bei dem Richtigen matcht, ja gut, dann hat das Universum doch noch etwas viel Besseres. Jetzt ist es wichtig, setz dich auf dein Pferd, entdecke deine Freiheit, leb los und das ist ja auch hier. Nutz erstmal die Freiheit, diese Freiheit, die dir vielleicht gerade wieder geschenkt wurde, weil diese eine Geschichte hier nicht
geklappt hat. Ich hätte gerne noch eine ergänzende Info auf den Teufel tatsächlich. Das ist der Stress, das sind vielleicht aber auch Abhängigkeiten im Außen von anderen Menschen. Mach dich nicht abhängig von den Meinungen der anderen. Spreng die Ketten. Da darfst du wirklich dran arbeiten, genauso wie an deinem Selbstwert. Und auf deine Herausforderung mit dem Stern. Kommt da etwas? Vielleicht glaubst du auch gar nicht mehr an einen Nachrichtenaustausch. Hier können aber wieder Nachrichten ausgetauscht werden. Auf die Königin der Stäbe. Die Herausforderung ist, dass du auch wahrscheinlich nur oberflächliche Kommunikation hast. Und leg den Fokus auf Selbstermächtigung. Auf deine Zweifel, wo du zweifelst und kommuniziere stark, selbstermächtig und mutig. Weil du hast es drauf. Du bist wundervoll. Und irgendjemand ist hier schon. Und vielleicht kennst du ihn noch gar nicht. Und du darfst dich überraschen lassen, aber das kann vielleicht nur zu dir kommen, wenn du rausgehst. Mach dich sichtbar, hab eine schöne Zeit. Mit der Intention, für dich aus Liebe loszugehen und dein Leben liebenswert zu gestalten. Und lebenswert. Ich danke dir, lieber Skorpion, fürs Einschalten.